Servus Leute, heute mal mit Rex Blizzard am Start. Und ja, wir konnten jetzt gestern den Expertenrang eintüten. Das Team war, glaube ich, mit Hypoteros oder so. Ich habe es jetzt vergessen, vielleicht erst mal einblenden. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie das jetzt klappt. Bin leider wieder ein bisschen abgeschmiert, aber halb so wild. Wir werden uns wieder nach oben kämpfen. In dem Sinne, ja, let's go. So, ja, dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt so erwarten wird. Und am Wochenende ja hier das Go Battle Weekend solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Da ist da guten Sternstaub zu verschenken gibt, wenn man so will. Und vieles mehr. Ah, okay, das ist nicht so geil eigentlich hier. Muss ich sagen. Wäre vielleicht ein anderes Pokémon besser, das nicht schwach gegen Flug ist. Aber das sollten wir uns dennoch holen. Mit Ach und Krach, ja. Aber das Gute ist halt, Rex Blizzard kommt halt ziemlich schnell zu den Meteorologen, die dann schon entsprechend pfeffern. Und genau, jetzt bist du mal hier weg vom Fenster. Hätte vielleicht noch ein bisschen farben können, aber du hattest schon ein bisschen Energie am Start, leider. Geh mal hier auf Energieball. Ist jetzt bald dreimal Drachenhut. Ich glaube, du bist direkt raus, ne? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich sage jetzt einfach mal dreimal Drachenrute. Geh mal hier auf den Meteorologen. Wird natürlich nicht finishen, aber würde ich schon entsprechend down bringen, einigermaßen. So, mal gucken, ob du mit der Energie was anfangen kannst. Okay, du setzt noch ein. Ja, das ist gut eigentlich. So, und jetzt ist halt die Sache. Ich gehe einfach mit Donphan rein. Solltest wahrscheinlich noch eine Breitseite hinbekommen, aber halb so wild. Okay, du kriegst keine mehr hin. Was ist hinten? Okay. Ah, du machst auch leider Schaden hier. Ich glaube, wir setzen gar nicht mehr ein. Ich wollte gerade sagen, wenn wir einfach nur Flügelschlag gemacht hätten, vielleicht hätte das Matchup gewonnen, aber wir hätten auch Donphan gehabt, deswegen auf jeden Fall GG. Seit 10 Jahren ist auch nicht schlecht, wenn man überlegt, gegen Sumpex ist sehr gut, gegen Mundtier ist in Ordnung, Stalos, deswegen kann man vielleicht auch mal in Betracht ziehen, aber ja, gegen Flug-Pokémon ist halt sehr, sehr, sehr eklig. Das ist auch nicht gut. Was machen wir? Ich glaube, wir gehen in den nicht so krassen Konter. Oh, okay. Du konntest das 4 holen. Gucken, also einen Schaufler sollst du vielleicht schon respektieren. Guck, vielleicht lassen wir dich auch drauf gehen, aber eventuell kriegen wir ja einen Schildvorteil. Wäre auch nicht schlecht. Okay. Ja, ich glaube, ich lass es einfach drauf gehen hier. Und habe ich gerade komplett verzählt. Egal. So, ja. Wollen ihr, wisst ihr was? Ich glaube, sieht es vielleicht blöd aus, aber vielleicht können wir uns das hier holen irgendwie. Mit Ach und Krach. Oder? Na gut, ich bin jetzt zweimal abgeschwächt, aber du bist Krypto. Sollte doch entsprechend hier pfeffern. Okay, ja, wir kriegen noch ein Schild eventuell. Und wenn nicht, dann gehen wir einfach direkt in Donphan. Und oder? Ja, ich glaube, wir machen das einfach so. Sieht vielleicht blöd aus, aber und ganz ehrlich, ein Erdbeben gegen das habe gerade den Namen vergessen, also diese schlechte Trombok-Variante, sag ich mal, das ist auch nicht so verkehrt. Ich weiß, wird halt knallhart resistent. Okay, nee, das kriegen wir gar nicht mehr hin, egal. Habe mich wenigstens noch ein bisschen rausgelockt, sag ich mal. Das Geile ist, Rex Blizzard resistiert halt die Rasierblätter. Und ja, ich müsste halt gucken, weil kommst du irgendwann zur Ladeattacke, die dann auch fruchten wird. Du könntest natürlich mit Ködern, ne? Ich stelle jetzt einfach hier, könnten Samenbomben sein, was sehr eklig wäre, aber ich mach's jetzt. Hol mir gut Energie. Ja, schade. Schade, schade. Mal so, 7. Boah, wir haben 100 Energie. Was ist hinten? Mit den Tropius oder so. Oder ein Squawker. Ah, Mundtier wäre nicht so geil, muss ich sagen. Okay, das ist ganz schlecht. Vielleicht kriegen wir 2 Energiebälle hin. Gucken, ne?
Ja, er konnte leider nicht rüber transferieren. Schade. Aber das ist natürlich auch ein krasses Ding. Vielleicht hätte ich... Nee, ich weiß es gerade auch nicht. Aber ja, GG, also Makago wollte ich ja auch zocken. Habe ich jetzt irgendwie wieder vergessen, aber mal gucken, vielleicht werde ich das dann bei Gelegenheit mal mit ins Team packen. Ja, auf jeden Fall ein geiles ABB-Team. Ich meine, hinten schwach gegen Kampf und Boden und vorne ist resistiert. Also war auf jeden Fall intelligentes Team, denke ich. Sind hier ein Sumpex, okay. Können wir vielleicht eine Hubitze abfangen? Oh, okay. Gehen wir auf Body Slam. Und dann einfach rüber in Rex, sag ich mal. Und ja, ich glaube, abfangen und so ist jetzt nicht so, ne? Du könntest natürlich die Schlammwoge haben. Aber ich weiß nicht. Oh, okay, wir werden direkt bestraft. Sieht nicht gut aus hier. Du holst ja einfach die Energie deines Lebens sozusagen und kann jetzt auch nicht so viel gegen machen. Vielleicht noch ein Meteorologen mit Ach und Krach. Okay. Ich will jetzt nicht so viel ändern, aber ja. Das Ding ist, ich bin ja auch schwach gegen Wasser. Also, ja, das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube auch wieder ganz schlechtes Teambuilding hier. Und ich opfer meinen Don fahren. Gucken, was du für Attacken hast. Also, ich glaube, Säuselstimme, Knirscher, Spukball und vielleicht noch irgendeine Feuerattacke, aber ich auch nicht festlegen. Boah, Verteidigung sinkt. So, und jetzt ist halt die Sache. Wir schilden einfach alles, was kommt. Wir müssen dann noch eine Wasserattacke von Sumpex schilden. Nee, das wird nichts, aber ich würde gerne vielleicht ein letztes Pokémon sehen. Eventuell. Boah, was ist das hier? Wieder die Senkung. Okay. Ja, aber GG auf jeden Fall. Das ist auch ein geiles Team. Muss man auch mal anerkennen dann hier. Skellokrok. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber bin jetzt nicht so damit bekannt, sag ich mal. Oder vertraut, besser gesagt. Mal gucken, vielleicht sehen wir dein letztes Pokémon. Mal gucken, ob du schildest. Nee, aber das zieht sich hier nur unnötig in die Länge. Gucken wir, wenn du nicht schildest, sehen wir dann jetzt Pokémon wenigstens. Okay. Boah, nee. Alter, das hast du haushoch gewonnen. Haushoch. Ja, also das letzte Match war eine brutale Klatsche. Puh. Ja, da muss ich mal gucken. Also, wir werden mal Tipps geben, was da reinpacken. Vielleicht irgendwas mit Wasser noch, ne? Okay. Das sind echt eklige Leads, leider. Gehen ins Gorkler. Okay. Ja, es sollte vielleicht noch mit Ach und Krach überleben. Obwohl, ihr wisst, was ich schild mal rein. Und kann ich vielleicht. Vielleicht ein Schild zurück. Ganz schlau war. Vielleicht war es auch doof, aber. Hier kriegen wir ein Schild zurück. Und holst du mal gute Energie, leider. Sonst heißt, ich schiebe, glaube ich, noch mal rein. Weil den Schaufler sollst du jetzt auch wieder respektieren. Und dann mit Rex Blizzard. Ich glaube nicht, dass du den Schlammwurm gespielt, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich bin jetzt bei 12 mal Lehmschuss, also wieder... Okay. Moment, sind die Schilde down. 16, 17, ganz schnell. Oh, ich wollte ganz schnell rauswechseln, schade. Das wäre es gewesen. Das wäre richtig geil gewesen, aber ja. Leider eine Sekunde. Okay. Wir haben noch die Attacke gebunkert sozusagen. Okay. Boah, reicht ein Meteorologe? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht ganz, aber das ist doppelt effektiv. Also das wird schon scheppern. Oder? Let's go. Okay, das war gut. Und wir haben noch... Also ich brauche eh nur Aeroas gegen Tromburg, aber haben wir noch gebunkert? Also wie ich das überlebt habe, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Gehen hier einfach auf den Meteorologen. Und sehr gut, Sumpex hat noch ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob ich dann Schaufler habe schon. Ich glaube, okay. Das sind hoffentlich die Samenbomben. Aber weiß ich nicht genau. Aber ist auch, egal im Grunde.
ging einfach auf Meteorologe. Ja, GG und boah, krass, ne? Ich dachte, Krypto Sumpex pfeffert das Gorkla weg, aber es konnte das echt noch tanken. Krass, auf jeden Fall. Also die Leads sind echt eklig aktuell, wahrscheinlich dadurch bedingt, dass sehr oft Immuntier vorne ist und dann, ja gut, Homburg macht da wahrscheinlich schon Sinn, ne? Dann hat immer die Samenbomben. Serpio Royal, okay, ist auch nicht viel besser. Gehen ins Gorkla. Muss die ganze Zeit hier rauswechseln, also ich glaube Don von dem Lied macht nicht so viel Sinn. Gehen schon mal auf Aeroass, den du ja nicht zwingend schilden musst, aber das ist zumindest mal effektiv. Ich muss halt die Flora-Statue schon respektieren irgendwo. Werde ich auch respektieren. Hoffentlich kein Grasmix, aber ich glaube, keiner spielt hier mit Gras. Also keiner spielt mehr mit Grasmixe. Oh, das gibt's ja nicht. Okay. Das war jetzt eklig, aber ja, wie gesagt, das ist immer so dieser Überraschungseffekt. Und ja, du hattest schon die Energie für Flora-Statue und die hätte schon gescheppert, deswegen. Ja. Auch gut gemacht, ne? Ich meine. Ist halt genauso, wenn man Apokalypse mit Blubstrahl spielt. Ich meine, wer hat das noch auf dem Zettel? Also ich zumindest nicht, aber potenziell kann das halt immer kommen, ne? Deswegen, gut gemacht. Okay. Ist halt die Sache. Ich kann das Skorkler eigentlich noch gebrauchen, dieses bisschen Skorkler. Ich geh direkt rüber. Ah, du kriegst noch, okay, ich glaube, du kriegst nur noch einen Body Slam hin. Du kriegst keinen weiteren hin, glaube ich. Du bist bei 14 Kontern. Das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Serpio Royal ist nicht ganz dry. Machen wir so 5. Im Gleichstand sehr gut. Vielleicht wird er der Gras oder Aeroass. Spielst du jetzt mit Aeroass Grasmixer oder Flora Statue Grasmixer? Kriegt ihr mal vielleicht noch einen Bodyslam hin? Ah, wichtig, wichtig. Jetzt tickt die Wechseluhr ein bisschen runter. Okay, bist jetzt bei 4-mal Flügelschlag, okay. Mal schauen, wie wir das jetzt machen. Kann auch eklig werden. Wir müssen vielleicht irgendwann irgendwas abfangen. Aber ich bin jetzt, ja, es ist halt wieder ein bisschen Ratespielchen. Wir gucken mal, ne? 7. 10 bis Back-to-Back Aeroass. Die Sache setzt jetzt direkt ein. Ich weiß es nicht ganz genau. Wirst du selbstverständlich schilden? Muss ich eigentlich den Aeroass schilden direkt? Okay, was war das? Ganz ehrlich, ich schild erst nicht. Mal gucken, wie viel der macht. Boah, der Shepard, ich muss gar nichts abfangen, ist eh egal. So, wir setzen einfach ein. Und da haben wir das auch mal gesehen. Ich glaube, das war sogar ein positives Set, ne? Ja, war auf jeden Fall wild. Donphan im Lead, weiß ich nicht, eher nicht. Ihr habt es gesehen, also jeden Lead fast verloren. Deswegen, ja. Aber dann könnt ihr mal sagen, was würdet ihr so zocken? Vielleicht doch ein Flug-Pokémon, ich weiß es nicht. Oder Sumpex, aber dann ist halt wieder gegen Pflanze, ne? Naja, aber GG, auf jeden Fall coole Gegner-Teams. Vor allem das eine, was mich da komplett auseinandergenommen hat mit, ja. Ihr wisst ja noch, welches das war. Deswegen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ich überlege mir dann nochmal ein Team für morgen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.